In diesem Film ist Sujimam so alt wie du. Würdest du mit ihm befreundet sein? Freunde, ich bin der Sujimam. Ich bin der Volksheld, der den Befreiungskampf in Marasch begonnen hat. Möchtet ihr mehr über meine Lebensgeschichte erfahren? Ich wurde 1871 in Marasch geboren. Mein Vater ist Ömer Efendi, meine Mutter ist Emine Hanım. Ich war ein freiwilliger Imam in einer Moschee. Mein richtiger Name ist auch Imam. Ich verkaufte mich in meinem kleinen Laden unter der Moschee, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. So wurde ich als Sujimam, also Mischmann Imam, bekannt. Ich lehrte den Koran und arbeitete als Muezzin in einer anderen Moschee. Aus diesem Grund war ich eine Person, die die Liebe der Menschen von Marasch gewonnen hat. Marasch ist eine Region, die es wert ist, mit ihren fruchtbaren Böden und dem schönen Wetter erworben zu werden. Es ist einer der Orte, an denen die Baumwollproduktion in unserem Land an Bedeutung gewinnt. Aus diesem Grund war dies eine Region, die einige Staaten erobern wollten. Nach dem Ersten Weltkrieg kämpften England und Frankreich untereinander, um Marasch zu erobern. Schließlich wurde Marasch von den Franzosen besetzt. Diese Situation wurde unter den Muslimen von Marasch mit großer Besorgnis aufgenommen. Die Franzosen wollten die muslimische Bevölkerung in Marasch reduzieren. Zunächst schickten sie die muslimischen Flüchtlinge, die in Marasch Zuflucht gesucht hatten, in ihre Herkunftsländer zurück. In Marasch begannen Angriffe auf Muslime. Eines Tages misshandelten einige Soldaten der Besatzungstruppen eine muslimische Frau. Ich habe eingegriffen, um die Frau zu schützen und die Soldaten daran gehindert. Mit diesem Ereignis begann der Befreiungskampf von Marasch. Das Datum war der 31. Oktober 1919. Nach diesem Vorfall stieg ich auf mein Pferd und machte mich auf den Weg zum Dorf Arabeili. Die Franzosen haben mich überall gesucht. Aber niemand sagte ihnen, wo ich war. Später trat ich der Militäreinheit unter dem Kommando vom Hauptmann Muharrem Beyazıt in der Region Bertis bei. So spielte ich eine aktive Rolle im nationalen Kampf von Marasch. Mustafa Kemal schickte auch Khalid Ali und seine Soldaten in die Region, um Bevölkerung von Marasch zu sammeln. In der Zwischenzeit waren die Leute von Marasch vereint, Frauen, Männer und Kinder kämpften alle gegen den Feind. An einem Freitag versammelten sich die Menschen, um zu beten. Wir dachten jedoch, dass es nicht möglich ist, mit der französischen Flagge auf der Burg Marasch zu beten. Daraufhin nahmen wir die französische Flagge vom Burg herunter und hissten die türkische Flagge. Nach 22 Tagen Widerstand wird Marasch am 11. Februar 1920 von der feindlichen Besatzung befreit. Im Jahr 1925 wurde unsere Stadt die Unabhängigkeitsmedaille für das Heldentum des Volkes von Marasch im Befreiungskampf verliehen. Die französischen Soldaten hatten sich zurückgezogen. Unsere Stadt wurde von der feindlichen Besetzung befreit. Mustafa Kemal und Kazım Karabekir telegrafierten und gratulierten unserem Sieg. Nach der Vertreibung des Feindes aus Marasch wurde ich als Gegenleistung für meine Kriegserfolge in der Gemeinde Marasch angestellt. Außerdem wurde mir die Leitung der Kanone im Burg Marasch übertragen. Als Sultan Abdülmecid 1922 Kalif wurde, feuerte ich von dieser Burg aus 101 Geschütze ab. Ich hatte 4 Kinder, 3 Mädchen und einen Jungen. In den folgenden Jahren erhielten meine Kinder auf Wunsch von Atatürk den Nachnamen Türkkorur. Ich bin einer der wichtigsten Namen in der Geschichte des nationalen Kampfes. Geschichtsbücher sprechen viel von mir. Liebe Kinder, ich rate euch, nützliche Arbeit für die Zukunft eures Landes zu leisten. Vielleicht werdet ihr eines Tages in den Geschichtsbüchern erwähnt.